Hallo, ich begrüße euch heute zum Beckenbodentraining. Und mein Name ist Susanne. Ich habe ein Pilates und Yoga-Studio. Und Pilates ist ja typisch für Beckenboden. Aber ich zeige euch mal Übungen, die auch außerhalb vom Pilates angewendet werden. Im Prinzip sind viele Übungen euch schon bekannt. Wichtig ist vielleicht auch nochmal den Beckenboden ungefähr zu erklären und vor allen Dingen zu erspüren. Ich glaube, jeder weiß, wo der Beckenboden liegt, dass er die Organe halten soll, dass er parallel dazu das Zwerchfell ist und dass eben nicht nur der Beckenboden trainiert werden sollte, sondern auch die Oberschenkelinnenseite, Hüfte, Kreuzbein, unterer Rücken. Da spüren wir dann auch, wenn wir Probleme mit dem Beckenboden haben. Genauso wichtig ist es, den Beckenboden nicht nur zu trainieren und zu kräftigen, sondern auch zu entspannen. Weil oft sind diese Anspannungen Auswirkungen in die Muskulatur, die du als Schmerz wahrnimmst. Wir können im Stehen beginnen. Und ich zeige es mal von der Seite, dass du dir vorstellst, erstmal leicht dich nach hinten absetzt, als würdest du dich auf einen Barhocker setzen. Und dann kippst du nur das Becken. Also im Prinzip nur Hohlkreuz, Entenpopo, sage ich manchmal, und nach vorne. Da merkst du schon, wo der Beckenboden sich befindet, dass der arbeitet und dass er eben auch diese ganze Muskulatur beeinflusst. Ja, so kannst du deinen Beckenboden erstmal und die umgebenden Muskulatur mobilisieren. Und weiter geht es dann mit Hüftkreisen. Auch da spürst du den Beckenboden ganz gut, ohne dass du den jetzt aktiviert hast. Und wir mobilisieren quasi auch das Drumherum. Ja, wir wechseln die Richtung. Du kannst es auch so oft du willst wiederholen in deinem Tempo. Und dann mal eine liegende Acht mit der Hüfte, mit dem Becken. Ja, dass auch die Hüfte ein bisschen gedehnt wird. Auch hier die Richtung wechseln. Und dann legen wir uns auch schon auf den Boden, in die Rückenlage. Und am besten stellst du die Beine auf, die Arme neben dem Körper. Und um deine Beckenbodenmuskulatur nochmal zu erspüren, stell dir vor, dass auf dem Unterbauch eine Schale mit Wasser steht. Und in dieser Schale ist eine kleine Kugel, Perle, die du jetzt bewegen möchtest. Wir stellen uns vor, der Bauchnabel ist die 12 von der Uhr und das Schambein die 6 von der Uhr. Und du lässt diese kleine Kugel jetzt von der 12 zu 6 rollen. Und du siehst, es ist kaum was zu sehen. Es sollen ganz kleine, feine Bewegungen sein, die von außen nicht wahrnehmbar sind, aber du spürst, wie dein Beckenboden und deine Muskulatur dort arbeitet. Ja, man spricht auch von der tiefen Muskulatur. Und dann kannst du die Kugel auch von links nach rechts, von rechts nach links, von der 9 zu 3, von der 3 zu 9 rollen lassen. Auch da kleine feine Bewegungen, die von außen kaum sichtbar sind. Aber du spürst, wie deine Muskulatur arbeitet. Und dann spürst du nach, kommst zur Ruhe. Und jetzt wollen wir mal diesen Beckenboden aktiv anspannen. Du kannst deine Beine aufgestellt lassen. Und du stellst dir jetzt vor, als wolltest du was, als würdest du deine Lieblingsjeans anziehen, die frisch aus dem Trockner kommt, und die ziehst du jetzt gedanklich über deine Hüften,
die ist knackig eng. Das heißt, du musst den Bauchnabel ein bisschen Richtung Wirbelsäule ziehen. Du kannst die Hand auch auf den Bauch legen und dann nimmst du wahr, wie dein Bauch sich anspannt und dein Beckenboden. So, wir wollen jetzt den Knopf zumachen von der Jeans. Du musst jetzt den Bauchnabel noch ein bisschen mehr anspannen. Und du hältst diese Spannung, atmest ein und aus, diese Spannung loslassen, einatmen, den Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule, aus, wieder loslassen. Ja, und achte auch mal bei dieser Bewegung, anspannen, loslassen, von deinem Kreuzbein, Steißbein. Dein Steißbein sollte sich von hinten nach vorne oben so einen Halbkreis machen. Und wenn du loslässt, wieder zurück. Und du spürst es hier im Bauchbereich. Und immer wieder loslassen und nachspüren. Eine gute Übung, um den Beckenboden zu trainieren, ist die Brücke, bekannt als die Brücke. Beckenlift sagt man auch dazu. Indem du die Arme neben dem Körper hast, erstmal die Beine sind aufgestellt, hüftgelenksbreit geöffnet, kippst du das Becken leicht, hebst deine Wirbelsäule Wirbel für Wirbel an, bis zu den Schultern, Gesäß weit nach oben schieben. Du kannst jetzt auch noch die Arme dazu nehmen, nach hinten ablegen und ausatmen, deine Wirbelsäule wieder Wirbel für Wirbel wie eine Perlenkette auf der Matte ablegen, vielleicht das Becken ein bisschen kippen, sodass dein unterer Rücken die Matte berührt. Und wieder rückwärts anheben, dabei einatmen und ausatmen, langsam wieder zurück. Ja, du kannst es ruhig bewusst machen und auch rein spüren. Und auch in deinem Tempo die Wiederholungen, so oft du möchtest. Um das Ganze noch zu verstärken, kannst du jetzt dein linkes Bein fest in die Matte drücken, rechtes Bein anheben, zur Decke strecken, Fußspitze ranziehen, dein Gesäß, dein Becken richtig schön nach oben schieben. Kannst noch ein bisschen mit den Füßen was machen zur Ablenkung, Fußgelenk kreisen. Fußspitze ranziehen, strecken, damit du gar nicht merkst, wie du hier Kraft aufbringst. Du kannst auch die Ferse nach oben schieben mit so kleinen Dips. Dann Bein wieder abstellen und wir wechseln linkes Bein nach oben. Auch hier wieder schön nach oben schieben. Umso höher, umso aktiver. Ja, wieder Fuß mitbewegen, dass du wirklich längere Zeit diese Anspannung halten musst. Und dann wieder abstellen und zwischendurch ruhig mal ein bisschen entspannen, indem du die Knie Richtung Oberkörper ziehst. Du kannst ein bisschen nach links und rechts schaukeln oder die Hände an die Knie legen und mit den Knien kleine Kreise machen Richtung Decke. Richtung wechseln. Und was du auch noch willkommen in den Sitz verwenden kannst, ist ein Ball, ein relativ weicher Ball, den du quasi auch zurück zusammendrücken kannst. Und dann setzt du dich auf, ziemlich aufrecht. Du kannst die Hände hier seitlich an die Knie nehmen, drückst den Ball aktiv zusammen, richtest dich erstmal ganz gerade auf, drückst den Ball immer noch aktiv und lehnst dich nach hinten. Deine Arme werden ganz lang und du stellst dir vor, hier müsst ihr einen Riesenkürbis Platz haben. Ziehst den Bauchnabel noch aktiv rein, hältst die Spannung. Und ausatmend, Ball zusammendrücken, rollst du dich wieder auf.
Und wieder einatmen, Ball drückt, nach hinten abrollen, Bauchnabel tief. Ausatmen, wieder nach oben. Ja, das kannst du mehrmals wiederholen, solange es dir gut tut. Dann haben wir noch eine Möglichkeit, um die Hüfte zu trainieren, indem wir ein Gummiband nehmen und das zwischen die oder um die Beine, um die Oberschenkel so auf Kniehöhe legen. Und dann legst du dich auf die Seite, die Beine sind leicht angewinkelt, sodass du dich sicher fühlst. Du kannst dich auch ganz ablegen und dann nur dein oberes Knie zur Seite öffnen, wieder schließen. Gegen den Widerstand von dem Band trainierst du quasi die Beininnenseite, die auch ein Hilfsmuskel ist für dein Beckenboden. Ja, auch so oft du willst, auch die Stärke vom Band, so wie es dir am besten passt. Wechselst die Seite. Vielleicht 10 Wiederholungen reichen oftmals schon. Und das kann man ja mit der Zeit dann auch steigern. Das sind Kräftigungen und um das Ganze dann auch zu dehnen oder vielmehr zu entspannen im Beckenboden, wie gesagt auch sehr wichtig, kannst du dich in den Schmetterling, sagt man, sitzen, indem du die Fußsohlen aneinander legst, kannst deine Hände um die Füße halten, mit den Knien ein bisschen wippen, locker lassen und das ist der Schmetterling. So gibt es natürlich noch verschiedene andere Entspannungsvarianten. Ich zeige euch noch eine, die wunderschön ist, um generell im Alltag anzubringen, ist die Kindspose. Einfach hinten auf die Fersen absetzen, Knie ein bisschen öffnen, Kopf ablegen. Du kannst die Arme nach vorne oder nach hinten und dann atmest du in den Rücken ein und aus. Alle Anspannung loslassen. Und dann bist du wieder bereit für den Tag. Ich bedanke mich bei euch.